Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute dachte ich mir, drehe ich mal ein Video, wo ich Proteinriegel teste. Ich muss dazu sagen, ich kenne mich in dem Bereich überhaupt gar nicht aus. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, dass ich euch da jetzt Empfehlungen in Bezug auf Kalorien, Nährwerte oder Zucker oder wie auch immer, wo man darauf achten muss, geben kann. Also es ist jetzt einfach ausschließlich ein Test meinerseits, was für mich jetzt irgendwie ein Top oder ein Flop unter den Proteinriegeln ist. Und ja, vielleicht möchte man ja mal die ein oder andere gesündere Variante eines Schokoriegels probieren oder mal, dass man mal so ohne schlechtes Gewissen mal einen Riegel naschen kann. Und ich weiß, es gucken mir ein, zwei Kanäle, also so die im Bereich Fitness sind, zu. Und vielleicht könnt ihr mir ja dann mal in die Kommentare schreiben, welches von meinen Tops, also die ich am besten empfinde, vielleicht mit am besten sind, also welche die besten Nährwerte haben oder beziehungsweise welche überhaupt zum Beispiel mal ganz gut sind. Das würde mich nämlich mal interessieren. So, ich sage gleich auch, das ist keinerlei Produktwerbung oder sonst irgendwas. Die Produkte habe ich alle selber gekauft und somit unbezahlte Werbung. Das ist einfach nur, ja, wie gesagt, ein Test. Und ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, ich habe hier 8 oder 10 Riegel von verschiedenen Marken. Also ich habe die überall, wo ich denn mal was gesehen habe, was mitgenommen. Ich glaube, von Rewe habe ich welche, von Rossmann, von DM, also von unterschiedlichen Läden, sogar von Action habe ich einen mitgenommen. Und ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall total gespannt. Sind alles unterschiedliche Marken und ja, ich bin gespannt, wer jetzt mit am besten ist und wer hier tierisch eklig schmeckt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Video und ich mir auch mit dem Probieren. Eins habe ich noch vergessen, Leute. Also ich habe auf jeden Fall gesehen, dass viele meine Videos gucken, aber noch nicht meine Abonnenten sind auf YouTube. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst auf YouTube. Das Ganze ist ja kostenlos und das würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen. Und ja, folgt mir auch gerne auf Instagram. Und ja, das war's. Das wollte ich noch mal kurz einfügen, bevor es losgeht. Jetzt geht es aber wirklich los. So, ich fange jetzt einfach mal an mit dem Premier-Protein mit 50% Protein. Ich probiere das mal so ein bisschen zu zeigen, damit ihr, die sich da mehr auskennt, mal ein bisschen schauen könnt. Also es sind auf jeden Fall 50% Protein und das ist Chocolate Caramel flavored. Und ich weiß nicht, ob man die Nährwerte sehen kann. Ich probiere das mal so ein bisschen in die Kamera zu halten. Und ja, wie gesagt, ich kenne mich damit so überhaupt gar nicht aus, worauf man jetzt genau achten muss. Natürlich, dass wenig Zucker drin ist und so weiter und hohes Eiweiß. Wie gesagt, 50% Protein und Chocolate Karamell. Ich werde den jetzt einfach mal probieren. Ich mache den jetzt mal auf. Was habe ich vergessen? Eine Schere. Moment. So, da habe ich sie. Ich werde das jetzt mal so hier rausholen. Ich esse ihn jetzt nicht ganz, ich werde immer nur probieren. Der sieht auf jeden Fall ganz lecker aus, würde ich sagen. Bin mal gespannt, wie es jetzt ist. Aua. Wenn man ihn tatsächlich anschneidet, wie der dann aussieht. Ich schneide das mal hier durch. Das Ganze sieht dann so aus. Ich bin mal echt gespannt, wie das jetzt schmeckt. Die meisten sind ja immer sehr, die ziehen sich immer so, die Riegel, finde ich. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das ein teurer oder günstiger Riegel war. Aber ich muss sagen, man schmeckt das Karamell eigentlich nicht so raus. Aber ich finde ihn gar nicht mal so schlecht, muss ich wirklich sagen. Also, den finde ich jetzt echt gut. Ich mache jetzt mal hier die Seite. Da lege ich die hin, die mir gefallen, also die schmecken. Mir fehlt zwar ein bisschen der Karamellgeschmack, aber
Es ist jetzt nicht so, dass man reinbeißt und denkt, das habe ich nämlich bei den meisten Proteinriegeln gehabt. Ich sag mal so, er ist okay. Also ich lege ihn jetzt erstmal zu denen, dass sie schmecken. Dann habe ich jetzt als nächstes von der Marke Leinberger 31% Protein. Dieses hier, diesen Riegel hier. Genau, ich halte das mal ein bisschen dichter ran. Und die Werte, oh Gott, das ist, glaube ich, richtig klein geschrieben. Ich halte das einfach mal ein bisschen länger in die Kamera. Und ja, wie gesagt, 31% Protein. Und das soll Raspberry White sein. Zuckerarm. Und egal, ich probiere es jetzt einfach mal. Schneide den Quatsch jetzt hier mal auf. Mit weißer Schokolade. Oh mein Gott, ich liebe weiße Schokolade. Sieht auf jeden Fall so aus. Ich schneide mal ein Stück ab. Oh, das sieht aber lecker aus. Das sieht aus wie so ein Stück Kuchen. Und jetzt kommt der Test. Auf jeden Fall. Das schmeckt ja richtig gut. Aber bitte schreibt mir in die Kommentare, ob das ein guter Riegel ist oder ob das ein schlechter Riegel ist. Ich weiß den Preis nicht mehr, aber der schmeckt mega. Das schmeckt richtig. Also diese weiße Schokolade schmeckt wirklich wie echte. So eine, die mit viel Kalorien halt ist. Und der Inhalt. Top. Also wirklich. Das ist, nee, jetzt machen wir Mittel. Das erste war Mittel. Ich würde sagen, 1 plus mit Sternchen. Mega. Also den würde ich mir definitiv noch mal kaufen. Dann ist der lecker. Okay. Kommen wir zum nächsten. Der ist von Max Balance. 50% Protein. Zitrone-Joghurt-Geschmack. Da halte ich jetzt auch mal die Nährwerte. Ach Gott, die sind hier dahinter. Halte ich einfach mal in die Kamera. Ich hoffe, man kann das irgendwie sehen. Wie gesagt, das soll jetzt Zitronen-Joghurt-Geschmack sein von Max oder Max Balance. Und, wo ist meine Schere? Machen wir mal hier den Schneidetest gleich wieder. Das sieht auf jeden Fall wieder so aus wie der erste Riegel, würde ich einfach sagen. Und. So, also ich finde, das sieht so angeschnitten auf jeden Fall lecker aus. Ich bin mal gespannt, ob das nicht so ziehig und so komisch ist. Nee. Also es ist total übersäuert, finde ich. Also es schmeckt total. Es schmeckt nach Zitrone. Joghurt schmecke ich hier nicht raus. Und also ich finde, das schmeckt leicht bitter und viel zu viel nach saurer Zitrone. Also so richtig, nee, der schmeckt überhaupt nicht. Also den kann ich definitiv nicht empfehlen. Also ich würde ihn mir nicht nochmal kaufen. Ich weiß ja nicht, wie das bei den Sportlern ist, ob der besonders gut ist oder was auch immer. Aber weil es 50% Protein ist, aber nee, also ich würde den jetzt, ich esse nicht mal ein Stückchen hier weiter. Das fand ich echt eklig. Na, dann kommen wir von der Marke To Keep Fit. Proteinbar, 40% Protein. Das ist, was ist denn das überhaupt? Cookies and Cream Flavor. Das hört sich auf jeden Fall lecker an. Ich zeige mal kurz die Nährwerte. Die sind ein bisschen klein hier drauf. Ich hoffe, das kann man erkennen. Und ja, was war das? Cookies and Cream Flavor. Von To Keep Fit. Mist, jetzt habe ich mit der Schere das schon so ein bisschen angeschnitten. Egal. Aber ich finde, das sieht schon wie von der Verarbeitung, würde ich es, also wie das aussieht, schon irgendwie komisch. Also würde ich sagen. Es kann ja auch sein, dass ich mich irre und dass es vielleicht richtig lecker schmeckt. Ich schneide den mal an. Also angeschnitten sieht der schon besser aus. Mal sehen, was jetzt der Test. Der Probiertest. Das ist ja widerlich. Oh ne, da muss ich einen Schluck trinken.
Das schmeckt ja, nee, das schmeckt zum ganz eklig. Schmeckt null nach Cookies, null nach Cream. Das schmeckt einfach nur eklig. Ich kann es gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall richtig, richtig eklig. Wer kommt hier rüber? Bäh. Nee, also das war, der hat nach, nicht ein Millimeter nach Cookies und Cream geschmeckt. Der kommt jetzt ein guter. Hier habe ich einen von, siehst du, da ist sogar was drauf, von Rossmann Wellmix. Wellmix, 33% Protein. Und Lemon Cheesecake. Bin ich gespannt. Ich zeige euch jetzt, wie gesagt, nochmal die Werte. Für die Kenner unter den Proteinriegeln. So. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt. Lemon Cheesecake mag ich voll gerne. Mal sehen, ob das meinen Erwartungen entspricht. Sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Ich schneide jetzt mal an das Ding. Oh, sehr auf jeden Fall sehr crunchy-mäßig. Oh, der riecht auf jeden Fall. Also, wenn jetzt keiner sagen würde, was das ist, würde ich denken, das ist ein Lion. Riecht genauso wie so ein Lion. Allerdings frage ich mich, warum es wie ein Lion riecht, wenn es Lemon Cheesecake sein soll. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Ich probiere jetzt mal. Auf jeden Fall sehr knusprig. Durch diese Kraspis oder wie man die nennt. Ich muss sagen, schmeckt nicht verkehrt. Aber schmeckt nur nach Lemon Cheesecake. Ist aber lecker. Schmeckt aber echt einem Lion. Ne? Kennt ihr dieses Lion? Das schmeckt echt so wie so ein Lion. Ich weiß nicht, warum sie das Lemon Cheesecake genannt haben. Keine Ahnung. Schmeckt auf jeden Fall. Also den ganz guten kommt das nicht. Das kommt zum Mittel. Lege ich mal hier in die Mitte. Das schmeckt echt wie ein Lein. Das kann mir doch, das ist doch nicht Lemon Cheesecake. Naja, egal. Dann habe ich hier von Powerbar Protein Plus Vanilla Flavor. Das hört sich für mich irgendwie nicht so lecker an. Aber, also ich mag Vanille, aber irgendwie finde ich, weiß ich nicht, auch das Layout, also es gefällt mir irgendwie nicht so. Ich halte mal die Werte hier rein. Ich hoffe, ich halte das immer so einigermaßen, dass man das gut erkennen kann. Hier steht auch gar nicht drauf, wie viel Prozent Protein das jetzt genau sind. Egal, ich probiere es mal aus. Ja, sieht auch irgendwie wieder ein bisschen komisch aus. Das war bestimmt ein günstiger Riegel oder so. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. So finde ich, sieht es wieder lecker aus. Und mal gucken. Da schmeckt sehr nach Flavor, also diesen Tropfen, aber schlecht, also nicht gute. Es ist mal ein Vanillearoma da, aber irgendwie ein komisches. Also, nee. Das würde ich mir definitiv nicht nochmal kaufen. Esse ich auch nicht weiter. Das schmeckt so ganz so nach so einer ganz schlechten Vanille. So nach ganz schlechtem. Nee. Das schmeckt gar nicht. Hier recht. Also bis jetzt habe ich nur einen, der richtig, richtig lecker war. Und das war der. Okay. Zwei habe ich noch. Das ist einmal von Leinberger, wieder 46% Protein. High Protein Chocolate Nut Bar, also Schokonuss. Okay, mal sehen. Die Werte nochmal. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, den werde ich nicht so gerne mögen, aber weil ich auch generell so Schokoladenuss nicht so gerne mag. Das sieht schon wieder besser aus, finde ich. Sehr schokoladig. Von Nüsse sieht man auch. Nee.
Ich finde, das schmeckt. Nee, das schmeckt gar nicht. Vielleicht ist das für diejenigen, die wirklich gerne Schokolade mögen, aber das schmeckt irgendwie so eine Mischung aus. Diese schwarze Schokolade, also diese Bitterschokolade. Und hat so einen komischen Nachgeschmack. Also, das ist für mich auch ganz rechts, leider. Gut, dann haben wir jetzt den letzten Riegel. Das ist von Power X System. Das habe ich, glaube ich, aus. Sag mal schnell. Nicht Rossmann, nicht Butni. Wie heißt denn das jetzt? Butni! Ich meinte Butni. Herrgott nochmal. Naja, auf jeden Fall sind da 45% Protein drin. Und das ist Lemon Cheesecake. Da bin ich ja mal gespannt. Ich zeige mal einmal die Nährwerte. Ich sehe jetzt so ein bisschen verkniesknaddelt. Also das können wir einigermaßen sehen. Wo ist meine Schere? Da. Ui, weiße Schokolade wieder. Das sieht eigentlich ganz gut verarbeitet aus, also finde ich. Milo, das ist nicht für dich. Ich schneide das mal an. Oh, das sieht aber lecker aus. Kann aber auch täuschen, ich weiß es nicht. Mega. Das ist wirklich tatsächlich mal Lemon Cheesecake. Das schmeckt richtig gut. Bitte lass den auch gut sein, den Riegel. Wie gesagt, schreibt ihr das mal. Also den, ich zeige jetzt nochmal die mir am besten. Boah, wirklich, der schmeckt richtig gut. Wo war der jetzt? Der von Leinberger mit 31% Protein. Na gut, das ist nicht so viel. Der schmeckt richtig, richtig lecker. Also 10 von 10. Und der auch. Von Power X System mit diesem Lemon Cheesecake. Aber das sind 45% Protein. Auch 10 von 10. Richtig, richtig lecker. Also die haben bei mir, stehen bei mir beide auf dem. Also ich würde fast sagen, der ist auf dem ersten und der ist auf dem zweiten Platz. Die beiden, die mittelmäßig waren, waren hier von diesem Wellmix von Rossmann. Dieses Lemon Cheesecake, das schmeckt wie so ein Lion. Also den finde ich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Also wie gesagt, ist okay. Und die mit 50% Protein mit Chocolate Karamell, der ging ja auch. Also der war in Ordnung. Und die für mich gar nicht gingen, das waren diese vier. Die waren richtig, richtig, richtig eklig. Das war einmal der hier. Der überhaupt nicht nach Zitrone-Joghurt geschmeckt hat. Der hier, der eher nach so Zartbitter oder so geschmeckt hat. Also auch gar nicht mein Ding. Und, oh mein Gott. Puh, hier ging gerade die Tür auf und hier ist keiner, außer meine beiden Katzen. Und ich bin der Meinung, eigentlich habe ich da auch kein Fenster auf. Also gerade ist das so ein... Ich muss jetzt schnell zu Ende drehen und dann muss ich gucken, was das war. Oh, Schockmoment. Also die waren ja auch nicht gerade eklig. Jetzt bin ich ganz durcheinander. Die waren auch nicht gerade lecker. Und ja, die beiden. So, ich glaube, die sind wirklich ganz weiß geworden. Ich glaube, mein Blut ist gerade ein bisschen woanders. Weil, wie gesagt, die Tür war fest verschlossen. Und ja. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Leute, die sich damit auskennen, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob die ich auch toll fand, ob die gut sind, die Proteinriegel. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich muss jetzt dringend da hinter diese Tür gucken, beziehungsweise ich gehe andersrum. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.